Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute steht bereits die zweite Halbfinalrunde des Treujäger-Turniers an, bei dem wir versuchen werden, Arcs Kontrahenten zu ermitteln. Ich hoffe, ihr seid bereit für den Kampf Meister gegen Schüler, Troll gegen Mensch, Ausbilder gegen Jäger, Blinky vs. James Lake Junior. Starten wir mit dem alten Eisen. Blinky ist ein treuiger Ausbilder und damit einer der besten Taktiker in ganz Treuermarkt. Er weiß alles über Jim und wie er das nutzen kann. Deshalb ist er auch kein Frontlinienkämpfer, sondern mehr der Supporter. Wenn er jedoch mal selber kämpfen muss, und das muss er heute, nutzt er Dwergsteine, die nachdem sie geschüttelt wurden, explodieren. Er wirft diese mit erstaunlicher Präzision. Er war sogar in der Lage, Morgana, während sie geflogen ist, mit einem perfekten Timing zu treffen. Doch sein Kontrahent ist der Treujäger. Und nicht nur irgendeiner, sondern Jim, der Bula-Besieger. Blinky selbst sagt einmal, er könnte es nicht mit Bula aufnehmen. Durch den Besitz der drei trümbischen Steine hat Jim auch die perfekten Voraussetzungen für diesen Kampf. Ein Schild und ein Helm, der ihn vor den Explosionen der Dwargsteine schützt. Mit etwas Glück und viel Geschick könnte er diese auch versuchen, fernzuzünden. Dazu kommt, dass Jim schneller, besser bewaffnet und vor allem kampferprobter als Blinky ist. Doch wer würde diesen Kampf gewinnen? Jim ist zwar schneller und besser ausgerüstet, aber das Wissen, die Erfahrung und die taktischen Vorteile von Blinky sehe ich hier doch vorne. Er muss Jim nur einmal mit einem Dwargstein treffen und der Kampf ist vorbei. Er kennt Jim einfach zu gut, würde ihn in eine Falle locken und dann wäre das Jims Ende. Natürlich nicht. Jim ist einfach zu gut ausgerüstet. Jim müsste schon einschlafen, dass er einen direkten Treffer einstecken könnte. Er würde Blinky dann einfach im Nahkampf besiegen. Aber was meint ihr? Habe ich recht damit, Jim ins Finale zu schicken? Oder sollte sich doch Blinky seinem alten Freund stellen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt gebt mir wieder gerne noch Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Falls nicht, einen Daumen nach unten. Aber dann nicht die konstruktive Kritik in den Kommentaren vergessen. Und ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Leute. We'll be right back.